Hallihallo, herzlich willkommen zurück zu einer wunderschönen Folge Assassin's Creed Origins. Und heute geht's nach Alexandria. Auf geht's. Einmal reden wir mit Reda. Der treibt sich ja auch echt überall rum. Was ich zugegebenermaßen hier gerade an der Stelle ein bisschen doof finde. Sonst war Reda ja immer unten. In dem anderen Dörfchen. Und jetzt ist er hier. Bedeutet das jetzt, der ist nur noch hier? Oder ist er jetzt an allen anderen Stellen auch dann immer wieder? Oder wie läuft das dann? Aber ja, das kriegen wir dann schon raus. Ja. Dann. Das wird er wohl nicht mehr brauchen, Magi. Ich gebe es besser dir. Du findest sicher Verwendung dafür. Recurve-Bogen. Legendär leichter Bogen. Okay. Das war's schon? Okay. Toll. Die Level 13 kriege ich also für 75 verkauft, ja? Oder 81. Okay, das ist halt echt nicht krass geil, ne? Recurve-Bogen, der ist ja... Das muss ich mir gleich nochmal näher angucken. Schade. Guck mal, 5822, ne? Jetzt den ganzen Plunder. Einfach mal 1000 für Plunder. Nett. Das ist halt das, was ich meinte, ne? Vorhin. Einfach hier das ganze Gegrinde. Auf eine gewisse Art und Weise bringt das schon was. Ist aber halt natürlich trotzdem aufwendig, ne? So, okay. Recurve-Bogen. 150. Was ist das für ein Schrott? Also jetzt mal ganz ohne Mist, ne? Aber das ist doch... Ich habe 270. Selbst der Panther, den ich gefunden habe, hat 270. Was? Ich sehe das recht simpel, wie man sich verhält, wenn man sich in einer hoffnungslosen Situation befindet. Freue dich, dass es das Leben bisher so gut mit dir gemeint hat. Aber wenn du wüsstest. Wenn es das Leben allerdings bisher nicht so gut mit dir gemeint hat, was angesichts deiner derzeitigen Situation als wahrscheinlicher gilt, dann freue dich, dass der Schrecken jetzt ein Ende hat. Ja, okay. Ja, ja. Schrecken ein Ende, ja. Ist immer so eine Sache, aber... Ich sag mal so, für mich geht's langsam wieder bergauf, glaube ich. So gefühlt. Geringere Stufe. Sortiere in einen Schlaf, um dich an ihnen vorbeizuschleichen. Wenn sie ausgerüstet sind und... Gute Frage, ne? Was nimmt man da? Na, ich nehme mir vielleicht mal einen schönen Angriff hier. Ich glaube, der ist nicht ganz schlecht. Bogenträger! Zweitbogen ausrüsten. Ja. Sehr gut, alles klar. Wir können auch Sinu angreifen lassen oder uns helfen lassen. Ja, das ist ja auch geil. Ja, sehr gut. Okay. So, gut. Oh, da hinten haben wir hier Schmied. Wir können ja mal gucken, ob wir diesen Recurve-Bogen irgendwie verbessert bekommen. Hm,
Fleisch. Oh, jetzt sehe ich nicht mal, was ich loote, weil die Einstellung... Ja, nee, das Overlay ist schwierig. Schwierig. Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Ach so, ja. Nee, klar, die Wachen. Darf ich hier nicht sein, oder was? Gut, habe ich jetzt nichts davon gemerkt und der Typ ist auch einfach an mir vorbeigelaufen, also, ja. Hi, grüß dich. Ich geh da einfach mal hin, ne? Ja. Ute weigert sich, mir den Dattelhof zu überlassen. Ach so, aber das kennen wir doch schon. Wir wissen doch schon, dass Sophronius der Arsch ist. Brauchst du etwas, Freund? Ja, ein Pfeil bitte. Danke, geil. So, aufrüsten. Recurve kann nicht mal aufgerüstet werden. Bei dem macht's keinen Sinn. Bei der würde es schon langsam Sinn machen, ne? Naja. verkaufen. Recurve-Bogen. Mal hin, 600, ne? Dieser Bogen aus den erlesensten Materialien von Pflanzen und Tieren repräsentiert die Macht der Natur. Naja, und er ist nur halb so stark wie die anderen. Aber sonst. Dann leb wohl. Sei gegrüßt, Freund. Sag mal, hast du vielleicht irgendwas Sinnvolles hier? Schade. Bogen der Bitterkeit. Ich glaube, da draußen ist irgendwas. Pass auf. War schön, mit dir zu handeln. Ja, Dito. So, okay. Quest und Geburtrecht. Sei wachsam, Philos. Das Land sollte doch längst mir gehören. Warum dauert das so lange? Wegen mir? Was? Bewegung, los! Gib den Weg frei! Hey, kommst hier nicht vorbei. Das armselige Ende einer armseligen Existenz. Ich werde Iras davon erzählen, wenn ich sie wiedersehe. Beleidigst du mal meine Mutter nicht so?
So, okay. Dann ja, doch. Ja, doch. Sagen wir erstmal Bescheid hier. Sagen wir erstmal Bescheid. Ah. Können wir nicht. Na gut, dann müssen wir ja irgendwie hier runterreisen. Dahin. Fahren wir mal dahin. Wenn du einen Schlaf- oder Giftpfeil ins Feuer wirfst, explodiert er und beeinträchtigt alle Personen in Reichweite. Um. Was ist das für ein Spiel? Deine Zeit ist kommt hier auf einmal her. Da bist du ja. Auf Zugang, ne? Auf die Luft. Ich hab einen neuen Schal. Gefällt er euch? Auch so sehr wie mir? Guck mal hier, ja. Das ist auch, man kann ihn auch einfach rumdrehen, den Schal. Dann wird er so ein bisschen zu einer Brustplatte. Ja, und dann nimmt er ein bisschen Schaden einfach weg. Das ist auch sehr angenehm eigentlich. Ja, hab ich mir gegönnt in letzter Zeit, ja. Ja. So. Und zwar müssen wir da. So, auf geht's. Weil ich glaube, ohne jetzt nochmal einen Questmarker oder irgendwas in der Richtung, ich vergesse das. Dass ich da noch mal hin müsste. Ich kenne mich da einfach zu gut. Und es ist außerdem sieht es so aus, als wenn wir hier vorne noch mal jemanden ein bisschen bespaßen können. Mauer! Ich töte dich! Nip ist getroffen! Schnell! Ja! Müsste ich, glaube ich, hin. Wow. So, wo bist du? Wo steckst du? Da steckst du. Hallo. Du bist zurück.
Du wirst nicht mehr länger belästigt. Ist Sophronius tot? Ja. Ich wünschte, ich hätte ihm die Kehle aufgeschlitzt. Nein, tust du nicht. Bitte verzeih mir. Ehrlich, ich danke dir für deine Hilfe. Jetzt muss ich das alles wieder aufbauen. Doch eines Tages gehe ich zurück nach Alexandria. Okay. Gut. Ist jetzt nicht so wahnsinnig krass, aber ich finde, so einen Abschluss immer wieder zu haben, finde ich irgendwie ganz wichtig. Weiß auch nicht. Ist so eine Macke. Von mir. Gut, dann lass uns doch wieder nach Alexandria reisen. So, was machen wir denn hier einfach mal? Letzte Leibwächter, Level 15 und Level 10. Okay, na dann geben wir hier mal die einzelnen Sachen ab, würde ich sagen. Ne? Oh, da drüben passiert was. Morias palaske vasma da tu dane. Sitzt da drüben. Hier war doch irgendein Anrufezeichen. Da drüben. Ach Gott. Ja gut, den Angriff, den kriege ich jetzt nicht verriegelt. Oder verhindert. Das schaffe ich jetzt nicht. Oi, das Maisonus Afrosinus. Oh, da kecht mir noch. Nun, es hätte. Ich dachte vielleicht, ne? So ein Schusswettbewerb oder ein Schießwettbewerb. Aber. Dann wohl nicht. Hallo. Liegt hier einfach so rum, kann man einfach so machen. Naja, gut, okay. Ich muss das ja nicht verstehen. Na. Aber ja, ich hab natürlich leicht in die Richtung getan. Das muss kurz sein. Sieht schon geil aus. Bin ich ehrlich? Haben sie gut gemacht. Dafür, dass sie, ja, ich sag das immer wieder, ne, aber es ist ja gar nicht so alt. Allerdings relativ gesehen auf Spiele, es ist ja schon ein bisschen älter. Trotzdem sieht's halt immer noch gut aus, ne? So, okay, ich muss also irgendwie von unten rennen. Anscheinend. Ne, jetzt gehen wir runter.
aber auch geil aus. So, was haben wir denn hier? Hoffnungsstrahl. In der Katara-Senke gibt es nur einen Ort, der nicht trocken und traurig ist. Beim ersten Licht der Dämmerung gibt es einen Baum nahe dem Zugang zum Tal, dessen Wurzeln halb zwischen Resrum und Apophis Schatten liegt. Dort findest du mich. Aber beeil dich. Dein Reh bewegt sich schnell. Katara-Senke. Katara Depression. Okay, gut. Da kommen wir also eventuell noch hin. Alles klar. Hopp, hopp. Okay, als nächstes. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Vielleicht sollte ich das auch einfach noch nicht machen. Ne? Ich meine, man muss ja auch nicht immer gleich alles tun, nur weil man es kann. Aber vielleicht sollte ich mir auch einfach mal was anderes suchen. Ne? Machen wir das jetzt noch und dann war es das für die Folge erstmal, denke ich. Das stimmt mit euch nicht. Ich wollte schon gerade sagen, ihr könnt Glück haben, dass ihr nichts Wertvolles transportiert, ne? Aber ja, macht er jetzt nun doch. Da seid ihr jetzt nur selber dran schuld. Schussfrequenz. Na gut, dann nehmen wir mal kurz den Toxoteilbogen. Gib den Weg frei! Bleibt hinter mir, Meister! Stirb! Wenn den Gegner ab! Ich mach weiter! Scheiße! Der Hotas ist tot! Was? Ist er gar nicht. Er schläft nur. Jetzt beleidigt er mich schon wieder. Ich weiß gar nicht warum. Das ist aber auch doof, ne? Jetzt ist hier übelstes Massaker passiert. Ah, das ist jetzt aber auch echt unangenehm, sowas. Dass sowas immer mir passieren muss. Ah, Mensch, Mensch, Mensch. Weißt du, da reitet man hier so lang, nichts an und dann auf einmal sind die Leute tot. Ist ja klar, dass die immer denken, ich bin dran schuld, ne? Und dann einfach einen Unfall nach dem anderen. Die sind einfach ständig in so ein Messer reingerannt. Oder reingeritten. Anscheinend haben die ihr Pferd halt nicht so unter Kontrolle. Ne? Aber dann heißt es wieder, ich bin's. Finde ich unfair. Weiß ich, wie es ist. Thank you.
Leuchtturm dort drüben ist auch schon echt geil. Ah, der Baustil, der gefällt mir. Mal so sagen, wie es ist. Nun gut. Dann, vielen Dank fürs Zusehen. Und in der nächsten Folge schauen wir uns mal ein paar Fragezeichen weiter an. Und, naja, gut. Im Endeffekt dann nächsten Quests machen. Und vielleicht sollten wir doch auch mal zu Aya gehen. Mal gucken. Bis dann. Macht's gut.